Sandbox-Spiele erfreuen sich weiter großer Beliebtheit und viele Studios wollen auf dem Markt mitmischen. Um aus der Masse gesichtsloser Klone herauszustechen, werden hierzu Mechaniken anderer Genres eingewoben. So auch bei Portal Knights aus der deutschen Schmiede Keen Games. Hier halten Elemente des klassischen Rollenspiels Einzug. Der Titel konnte 2017 den Preis für das beste deutsche Spiel ergattern. Passend zum Retail-Launch auf der Switch haben wir das Spiel unter die Lupe genommen. In Sachen Gameplay zeigt sich schnell, dass dem Titel der Tiefgang eines richtigen Rollenspiels fehlt. Dafür harmonisieren die verschiedenen Mechaniken sehr gut. In der Rolle eures Helden gilt es, viele kleine Splitterwelten zu bereisen und dort für Ordnung zu sorgen. Hierzu müsst ihr natürlich craften, was das Zeug hält, und fiese Monster zurechtstutzen. Gerade für Neulinge oder jüngere Spieler dürfte das Spiel interessant sein. Veteranen hingegen könnten sich schnell langweilen. Technisch leistet der Titel keine groben Schnitzer und funktioniert auch auf der Switch sehr gut.